müssen umgruppieren nach Plan 6. Hallo? 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 Hören Sie noch? Ja, ich sagte, wir müssen umgruppieren nach Plan 6. Nein, Unsinn! Wenn unsere Panzer rechtzeitig eintreffen, können wir sie immer noch einsetzen. Mein Wagen soll kommen. Wir fahren an die Küste. Sollen wir Sicherheitsmaßnahmen treffen? Die Geheimakten von... Machen Sie, was Sie wollen. Ich möchte nach vorne an die Front und zwar sofort. In die Normandie! Wir brauchen Minen und Hindernisse die ganze Küste entlang. An jedem Strand, in jeder Düne, auf jeder Klippe. Wie viel sind bis jetzt ausgelegt worden? Annähernd 4 Millionen, Herr Feldmarschall. Bis zum Mai müssen es 6 sein. 6 Millionen. Unsere Männer stehen dauernd im Einsatz, Herr Feldmarschall. Von Ausbildung oder Ruhe kann überhaupt nicht mehr die Rede sein. Die Truppe ist völlig erschöpft. Mein lieber Herr von Salmwolf, was möchten Ihre Männer wohl lieber sein? Erschöpft oder tot? Sehen Sie sich das mal an, meine Herren. Wie ruhig, wie friedlich das ist. Ein schmaler Streifen Wasser zwischen England und dem Kontinent, zwischen den Alliierten und uns. Aber hinter diesem friedlichen Horizont ein Ungeheuer. Eine geballte Masse von Menschen, Schiffen und Flugzeugen. Das lauert nur darauf, auf uns losgelassen zu werden. Aber, meine Herren, nicht ein Mann der Alliierten soll diesen Strand erreichen. Nicht ein Soldat der Alliierten wird hier ans Ufer gelangen. Diese Invasion, meine Herren, wann und wo sie auch immer kommen mag, da. Genau da an dieser Wasserlinie. Genau da werde ich sie bereits zerschlagen. Glauben Sie mir, meine Herren, die ersten 24 Stunden dieser Invasion werden entscheidend sein. Das wird für die Alliierten, aber auch für die Deutschen, der längste Tag werden. Haben Sie sie? Jawohl, Herr Feldmarschall. Kommen Sie mal her. Schuhe. Für meine Frau. Habe ich extra in Paris anfertigen lassen. Für ihren Geburtstag. Morgen. Am 6. Juni. Ergebensten Glückwunsch an die junge Frau, Herr Feldmarschall. Danke Ihnen, Schweiter. Ja, hier ist Robin. Ah, guten Morgen. Was? Was? Wo? In command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. The Americans and the British together have got half that many ships. Many men came here as soldiers. Many men will pass this way. Many men will count the hours as they live the longest day. Many men are tired and weary. Many men are here to stay. Many men won't see the sunset when it ends.
the longest day, the longest day, the longest day. This will be the longest day, filled with hopes and filled with fears, filled with blood and sweat and tears. Many men, the mighty thousands, many men to victory. Marching on right into battle in the longest day in history. The longest day, the longest day. This will be the longest day, filled with hopes and filled with fears, filled with blood and sweat and tears. Many men, the mighty thousands, many men to victory, marching on right into battle.